Hallo und herzlich willkommen hier bei uns, den Dysons. Wir sind sieben Schweizer Nazis zusammen mit Drachen, Dämonen und der deutschen Sprache kämpfen. Auf jeden Fall normalerweise. Heute sind wir nämlich nur in der Sechseraufstellung. Die Gründe dafür werden jetzt aber nicht besprochen. Die hört ihr dann im Spiel nochmals. Ich sitze hier am Tisch mit Pascal, Mira, Kevin, Julian und Jasmin. Wir sind wieder da nach einer Unterbrechung. Das letzte Spiel war ziemlich aufregend. Wir haben uns erholt von den Strapazen des Hexenkampfes. Und ich übergebe das Wort an dieser Stelle, wie ich es schon so oft tat in der Intro-Segmentation, an den lieben Kevin. Ja, vielen Dank. Ich übernehme gerne. Wenn ihr auch Spiele mögt, mit Drama, mit Höhen und Tiefen und sowas Ähnliches ihr braucht in eurem Leben, dann verweise ich euch an Swiss RPG. Swiss RPG, yeah! Wo Rollenspiel Spaß macht. Bing! Richtig. Und dazu passend, ebenfalls unser Partner, das liebe Team vom Dubistra in Zürich, wo ihr Brettspiele dort im Café spielen könnt oder auch D&D organisieren oder welche Art von Pen and Paper auch immer, die sind dort ausgerüstet. Und dann möchte ich noch einen kurzen, kleinen, knackigen Shoutout an unsere Freunde von der Nerdlife Balance. Die Nerdlife überbringen. die machen hauptsächlich einen Podcast, streamen aber auch. Es geht alles rund um D&D oder Pen and Paper im Allgemeinen. Die sind sehr unterhaltsam, ultra sympathische Jungs. Schaut doch da ebenfalls mal rein und da kommt bald noch etwas Spezielles. Oh mein Gott, wie geil! Eine kleine Kollaboration. Aber dazu später mehr. Zurück zu dir. Yes. Dankeschön, Kevin. An dieser Stelle der beliebte Fun Fact der Woche. Dieses Mal von... Jasmin. Ein Patzer oder Jasmin Fun Fact. Schöner Übergang. die Patzer musste mal 6 Monate, 6 Tage und 6 Stunden hatte sie Hausarrest von ihrer Oma, weil sie in den Friedhof eingebrochen ist, um Blut eines Ermordeten zu stehlen, was leider nicht funktioniert hat, weil sie einen Dämon beschwören wollte. Das ging ziemlich schief. Zwar mit 16, ja. Klassische Teenager-Probleme. Tut man so. Das war ein bisschen eine schwierige Phase. Hat man sich viel auf Friedhöfen herumgetrieben, um cool zu sein. Wie wurde sie erwischt? Sie hat wie zu Hause versucht, diesen Bannkreis aufzumalen. Sie ist halt nicht so, mit 16 ist man noch nicht so ein guter Wizard, wie man glaubt, dass man ist. Man hat das Gefühl, man kann alles besser. Und ihre Oma hat sie dann. Ist aber auch schwierig, das alles zu balancieren. Man will gut in der Schule sein, gut zu Hause, gut in der Beschwörung, ja, sich mit dem Totenkult auskennen. Ja. Relatable. Und sie darf eigentlich ja nicht beschwören, darum, ja. In einer Beschwörerfamilie, das ist ja das Unterste. Ja, das ist schon sehr, sehr hart. You're reliable. Dann hast du noch die Bücher überall, die die Oma hat. Nein, die scheiß Bücher. Oh, nein. Schwierig, schwierig. Die klassischen Probleme eines Teenagers. Ja, okay. Ja, und ihre Oma hat auch einen sehr dunklen Humor. Darum 6 Monate, 6 Tage und 6 Stunden. Das stimmt, ja. Ich hätte gerne diese Zahlenkombinationen. Ja. Gut, an der Stelle steigen wir sogleich auch wieder ein in eine vielleicht etwas traurigere Episode, wahrscheinlich. Hier bei uns, den Dysons. Also lasst uns eintauchen in eine Welt von Drachen und Verliesen. Startet das Intro. Eine kleine Zusammenfassung der letzten Folgen.
wenn ich sie finde. Yay, Zusammenfassung. Die Gruppe gelang über einen Zauber, den Patza in einem ihrer Bücher fand, in die Traumwelt von Mavis, dem seltsamen kleinen Mädchen, das sie in diesem Dorf kennengelernt haben. In dieser Traumwelt finden sie heraus, welche Umstände das Mädchen so prägten und dass diese vor rund 2 Jahren als Opfergabe auserwählt wurde, worauf sie in den Sumpf musste, in welchen sie von der Wettel Gundolin gegen ihren Willen in einem grausamen Ritual zu einer Wettel transformiert wurde. Sie fanden ebenfalls heraus, dass ihre Schwestern Monique und Ingrid, die alle das Schicksal von Mavis zu variierenden Zeitpunkten teilten, jetzt gedenken, die Gruppe zu benutzen, um sich ein für alle Mal ihrer dunklen Patronin zu entledigen. Wieder zurück in der echten Welt und ausgerüstet mit den neuen Informationen, nimmt die Gruppe das Angebot von Monique an und beschließt, ihr den Hexenstein zu geben, durch welchen sie ihre Schöpferin lokalisieren kann. Kurz nach dem Blumenfest macht sich die Gruppe also auf in den Sumpf, um Gundolin zu konfrontieren, während die Schwestern ein Ablenkungsmanöver organisieren. Aufgrund eines einfachen Alarmsystems, das Gundolin um ihr Häuschen aufgestellt hat, gelingt es der Gruppe leider nicht, die Wettel zu überraschen. Als diese die Gruppe kommen sieht, erschafft sie, wie sie es schon einmal zuvor getan hat, einen blau leuchtenden Vollmond, der dazu führt, dass sich Linus und Patza in unkontrollierte Werwölfe verwandeln. Charlie, der inzwischen Kontrolle über seinen Werwolfzustand hat, stellt sich seinen tobsüchtigen Begleitern mutig in den Weg, während Lia, Sven und allen voran Glut zum Hexenhaus eilen, um den Vollmondzauber aufzulösen. Als Glut endlich beim Haus ankommt und den Vollmond produzierenden Hexenkessel umstößt, taucht die Wettel unvermittelt hinter ihr auf und tötet die kleine Koboldin mit bloßen Händen. Noch während die Kobolddame im Sterben liegt, geht die Wettel den Kobold hinter sich herschleifend zum Eingang des Hauses. Mit Schrecken kann der Rest der Freunde beobachten, wie sich das Haus auf 2 Hühnerbeine aufstellt, erhebt und Glut von der Hexe vom Haus aus in den Tod geworfen wird. Aufgrund des verschwundenen Vollmondes zurückverwandelt und jetzt angetrieben von der Wut über den erlittenen Verlust, greift die Gruppe gemeinsam die Hexe an und duelliert sich gleich darauf mit ihr auf dem Dach der laufenden Hütte. Mit gemeinsamer Kraft gelingt es der Gruppe, die Wettel schwer zu verwunden. Als diese versucht zu flüchten, ist es Charlie, der einen gewieften Zauber nutzt, welche die Wettel schwer verletzt und dazu bringt, dass sie das Gleichgewicht verliert und mit einer passenden Ironie in den gleichen Tod stürzt, in den sie zuvor Glut sendet. Patza, die als erste bei der sterbenden Wettel erscheint, kann mit ansehen, wie diese sich versucht, ein letztes Mal aufzubäumen, bevor sie aufgrund ihrer vielen Wunden endlich stirbt. Wir steigen ein an dieser Stelle. Glut liegt tot auf dem Boden. Der Rest von euch ist alle außer Atem. Lia und Linus, ihr seid fast gestorben. Ihr habt es Exhaustion. Dem Rest von euch geht es den Umständen entsprechend. Nachteil auf allen Checks. Auf allen Ability-Checks. Ihr habt die Bühne. Also ich bin auch schwer angeschlagen. Ich würde sagen, so meine Haare zerzaust und ich humple so langsam zu Glut hin. Und dann falle ich so vor ihr auf die Knie und fange an zu weinen. Ich nehme ihr Buch und leg es ihr so auf die Brust. Als du zu ihr hingehst, bevor du das tun kannst, du merkst es nur abwesend, wie der Ring von deinem Finger hüpft, über den Boden springt und zu einem gleichen Ring, den Glut am Finger hatte, hinfällt, bevor die beiden wieder zusammen transformiert werden. Die Ringe des fliegenden Wechsels sind wieder zusammen. Okay. Ja, Linus geht auch langsam hinkend, humpelnd, wahrscheinlich zusammen mit Charlie. Mhm. Auf die abgestützt. Charlie liest noch irgendwas einen Hut auf, der liegen geblieben ist. Ein bisschen Sumpf ist da. Ja. Langsam zu Glut hin. Nicht so weit passieren sollen. Aber wir haben noch die Möglichkeit, oder? Es gibt das Ritual. Wir, k-
können sie zurückholen, genauso wie bei Charlie. Melvin. Ich kann ihn morgen kontaktieren. Aber heute nicht mehr. Die Sonne geht langsam auf. Der Sonnenschein fühlt sich warm auf eurer Haut an. Tatsa würde der Wettel einfach ihre Zauberkomponenten wegnehmen. Mhm. Mach mir, das ist so Standardprozedur für sie. Fair genug. Mach mir einen Investigation-Check, ob du alles findest. Ich traue dem nicht, dass die wieder aufsteht. 8. Du findest mit deiner 8 ja. Du findest den Gürtel. Du gehst ein bisschen durch die anderen Sachen durch, aber mit einer 8 findest du Ich nehme einfach alles mit, was aussieht wie Kräutertäter, womit man zaubern kann. Also ich schneide einfach den Gürtel ab und nehme den Gürtel zeigt sie am Arm. Schneide als Armreif. Den musst du nicht abschneiden, der geht auf. Das ist ein Gürtel mit zwergischen Runen darauf. Okay. Definitiv magisch. Den Rest, den du bei ihr suchst, findest du nicht. Also keine Kräuter oder so. Ich meine, der Umhang ist auch offensichtlich. Aber Ich suche nicht spezifisch nach magischen Gegenständen, sondern nach Zauberkomponenten. Zauberkomponenten? Ja, einfach falls sie wieder. Ist tot, aber vielleicht steht sie wieder auf. Ich will nicht, dass sie zaubern kann. Das ist, was Patzer nicht möchte. Du findest ihren Komponentenbeutel. Okay. Ich nehme den einfach und schmeiß den irgendwo weg. Gut. Und dann werde ich voll so auch zu den anderen gehen. Das Haus ist umgefallen, oder? Das Haus ist auf. Es steht ein bisschen schräg, aber die Hühnerbeine sind ein bisschen umgeknickt und es steht irgendwie wie leicht auf einem Knie, aber es ist. Mit ein bisschen Klettern kommt man hinein. Ja. Lia würde also auf jeden Fall in das Haus gehen und schauen, ob sie die Herzen findet und ob die. Würfel auf Investigation. Ich hab 8. Ja, 14. 14. Du findest im Regal, ist ziemlich offensichtlich, leuchten ein paar Gläser. Ja. Also diese hingehst, siehst du diese wie Marmeladengläser, gefüllt mit einer Flüssigkeit. Und darin ist ein kleiner Kristall, ja. Ähnlich wie ein Takova. Und dieser leuchtet mit dieser orangen Energie und erschafft wie ein orangenes Herz. Du findest mehrere von diesen Gläsern. Sie sind angeschrieben, wie zu einem Etikettiergerät. Sagt man das so? Ja. Etikettiergerät. Und es steht darauf Otto, Mavis, Ingrid, Monique. Und dann hat es... noch eins, das heißt Telis, wo ebenfalls ein Herz drin ist. Und die anderen sind alle leer. Dort steht noch Lorza, Smithis, Ladan, Rohan. Aber die sind alle leer. Okay. Ich glaube, dann will ich noch Patzen. Kann ich umhersehen? Also Linus schaut irgendwann so ein bisschen verwirrt um sich herum, ob er irgendwo die Statue von Erin. Na, Würfel auf Perception. Mit Nachteil auch, oder? Ja. 8. Das Blut, das du von einer Kopfwunde hast, rinnt dir ins Auge. Deswegen siehst du nur schwer. Was? Irgendjemand? Erin? Habe ich sie vor dem Haus gesehen? Ich irgendwo Erin? Mach mir auch einen Perception-Check. Nein. Du blickst direkt in die Sonne und kannst für den Moment nicht sehen. Nein, da ist sie nicht. Wow. Patzer hat, also ich nehme an, sie hat die Gürtelschnalle gleich mitgenommen. Ja. Und sie schaut wie kurz zu Glut. Ja. Sie ist dort Charlie, Linus ja. Und Sven stehen. Dann hört sie auf ihren Namen. Das ist eine gute Ablenkung, findet sie. Darum kommt sie zu dir ins Haus. Kletterst auch ins Haus hinein. Ja,
dir unbedingt will und vielleicht kann Monique uns helfen bei einem Ritual. Nehmen Sie uns schon. Ich werde ihr nicht die Herzen von den anderen geben. Nein, aber ihr eigenes will sie ja zurück. Ja, das würde ich ihr schon geben. Können wir ja alle mitnehmen. Ich habe hier so einen Umhang von der Wettel, in den wir das einpacken können. Den Umhang hast du auch mitgenommen? Ja, wenn er interessant ausgesehen hat. Sieht ja sehr interessant aus. Ja, dann nerv ich den auch. Können wir das? Gerade als ihr dabei seid, hört ihr neben euch ein. Und aus dem einen Fenster seht ihr, wie aus dem Boden herausgeschossen ein Haus wie ein Pilz. Es ist das gleiche Hexenhaus, das so zuckersüß aussah, nur jetzt ist die Farbe mehr so ein bisschen ein hässliches Pilzrosa. Als dieses aus dem Boden. Ja. Und beim Sumpf nebenan hört ihr wieder ein Brodeln und dann kommt dort ein Haus mit Tentakeln unten. Das Tintenfischhaus kommt dort hinaus. Von Ingrid. Genau. Und sofort kommt aus dem Pilzhaus Monique gelaufen und aus dem Oktopushaus Ingrid und Mavis. Batza wird ihren Superskill benutzen, der heißt, ich verstecke alles in meinem Rock. Meine Oma sieht vielleicht, was ich habe. Slight of hand check. Okay. Ich nehme einen nicht. 12. Ja, gut genug, du versorgst die Sachen ein bisschen auf dir. Mit einer 12 verdächtig. Ihr hört dann ebenfalls einfach so eine Schüssel, so was ist Jar-shaped. Ja. Ebenfalls wie etwas extrem laut von außen ins Haus hineinschießt und dann im Haus rumflattert, bevor auf einem der Gestelle ein rosaroter Feendrache sichtbar wird. Und er sagt, ihr habt es getan, ihr habt mein Herz, ich brauche es, gebt es mir schnell. Ist ein Drache. Ja. Wer bist du? Ist mir egal, gib mir mein Herz. Wie heißt du denn? Otto, was spielt das für eine Rolle? Otto. Okay, lass mich kurz. Sie kommen. Und dann? Sie wollen. Versteck dich, wir haben keine Zeit für das. Du bekommst dein Herz zurück. Ich darf das Herz wiedergeben. Du willst ihm einfach geben? Vielleicht kann er uns auch helfen. Oh nein, sie sind hier. Wird wieder unsichtbar. Die Wetten kommen hinein. Monique läuft euch zu und sagt, wo ist es? Wo ist mein Herz? Wo sind unsere Herzen? Wir haben sie, unsere Freundin ist gestorben dabei und du hilfst uns, sie wieder zurückzuholen. Oder du bekommst es nicht zurück. Ihr gebt mir jetzt die Herzen. Nein. Oder wir werden euch töten. Okay. Du musst uns sagen, was du mit dem Herz machst. Das sind unsere Herzen. Müssen wir die Schale öffnen? Liegt ein Fluch darauf? Fasst sie nicht an. Fasst sie nicht an, gebt sie uns. Du musst mir ein bisschen helfen hier. Nein, hier gibt es keine Diskussion. Ich gebe euch 5 Sekunden, dann eskaliert das. Ich gebe dir auch 5 Sekunden, dann schlage ich das Glas auf den Boden oder firebolte mich selber. Würfel auf Intimidation. Meine Min-Maxte, -2. Mhm. Oh, 15. 15. Sie zögert ein bisschen. Ingrid hält ihr die Schulter und sagt, vielleicht solltest du auf sie eingehen. Sie tut es sonst. Monique, schaut euch an. Mavis von der Seite sagt, was wollt ihr denn mit unseren Herzen? Nichts, ich will nur wissen, was man damit machen muss. Ich will, dass ihr uns helft, unsere Freundin zurückzuholen. Venus kommt auch langsam im Türrahmen an. Außerdem fehlt uns noch jemand. Die Person, die versteinert wurde, wo ist die? Wahrscheinlich noch im Sumpf. Wir können sie gerne rausschaffen. Ingrid und ich sind ziemlich gut darin, aber wir müssen unsere Herzen zurückhaben. Was tut ihr mit den Herzen? Das sind unsere Herzen. Ja, ich habe das verstanden. Solange sie jemand anders hat, das ist... Solange jemand an... Wir sind Sklaven von wer immer diese Herzen hat. Wir sind es leid, Sklaven zu sein. Was passiert, wenn ich das Glas öffne? Tu es nicht. Du musst mir erklären, warum. Ich weiß es doch selbst nicht. Ich war ein Kind. Wir müssen dir das Herz zurückgeben, und ich will wissen, wie. Wenn das Herz euch kommt... Das ist etwas, was wir herausfinden. Das ist nicht euer Auftrag. Das ist unsere Bürde. Unser. Also, wir haben andere Probleme.
sie einfach zurückgeben? Nein, wir können eins geben und dann können sie uns helfen. Dann geben wir die anderen zurück. Wir können das von Mavis. Wir sind Schwestern. Könnt ihr Leute, wir werden es nicht bei einem belassen. Wir wollen alle. Könnt ihr Leute wiederbeleben? Woher sollten wir das können? Wir sind unser Leben lang unter der Fuchtel unserer Herrin gestanden. Sie hat uns nicht erlaubt, das volle Potenzial unserer Magie auszuüben. Ihr glaubt, wir wissen darüber Bescheid, zu was wir fähig sind? Wir haben keine Ahnung. Das ist ein Inside-Check. Mach einen Inside-Check. 11. Schwer zu lesen. Das ist nicht für eine gute Idee, aber... Wir haben sie versprochen. Warte. Versprecht ihr, dass ihr uns wenigstens versucht zu helfen? Wenn wir sie zurückgeben? Monique spürt Mavis, die ihr ist von der Höhe ein bisschen tiefer so am Wams zieht. Sie schaut zu Mavis. Mavis gibt ihr ein Nicken. Monique schaut euch dann und sagt, wir versuchen es. Okay? Hol doch mal die Versteinerte, bitte. Zuerst die Herzen. Ist doch wie ein Tauschhandel funktioniert. Das ist euer Job. Holt doch zuerst die Versteinerte, sonst haben wir keine Basis. Und ich schaue zu Ingrid. Ingrid nickt. Dreht sich um, schaut dich noch ein bisschen fies an. Dreht sich dann um und schlürft zum Eingang, bevor sie im Licht des Sonnenaufgangs, das durch den Eingang hinein scheint, verschwindet. Kann ich derweil mich umsehen und schauen, ob ich irgendwas Interessantes finde? Irgendwelche Bücher, die vielleicht mit... Eben in der Hütte? Ja. Du gehst ebenfalls in die Hütte. Sven und Charlie? Ich rede mit Monique. Ich bin immer noch bei Glut. Ich sitze neben ihr und... Du gehst ebenfalls. Ja, also zu Monique und frage sie. Monique, wie fühlt es sich an, wenn du dein Herz nicht hast? Als hätte jemand Kontrolle über mich. Du musst es immer tun und lassen, was die... Nein, aber dir es, gesagt hat? Es fühlt sich an, als hätte jemand anders... Ein Teil von dir. Jemand, dem ich nicht vertraue. Und sie schaut Patzer an. Ja, was willst du, dass wir tun? Wir haben eh keine Wahl, dann gib sie halt zurück. Würfel auf Investigation, was suchst du? Irgendwelche Informationen zu Eos. Okay. Mach mir einen Investigation-Check. Ich habe schon gewürfelt, eine 13. 13. Ich meine. Oder generell andere Welten. Du findest Schriftrollen und Bücher. Es hat ein Buch, das heißt Bewohner der Geborgenheit. Es hat ein Buch, das heißt Hudibras Buch des Verstehens. Es hat ein paar Schriftrollen. Also ich muss ehrlich sein, ich nehme einfach alles, was ich sehe, was in diesem Fall irgendwie interessant oder. Es sind vor allem diese beiden Bücher und dann ein paar Schriftrollen. Du nimmst drei Schriftrollen. Ihr hört von draußen, wie etwas aus dem Sumpf gehievt wird. Kann ich, während wir warten, kann ich identifizieren auf einen, ich weiß nicht, ich werde einfach so reinfassen, wo die Flasche ist und mal... Eines der Herzen? Ja, ich möchte gern wissen, ob da irgendein Bandzauber ist oder so. Okay, du hörst sofort die Stimme von Hohenheimer in deinem Kopf, der sagt, das ist ein Objekt, das von Azars Arcanum Orkan, Organ, entschuldigt, beeinflusst wurde. Ein Zauber entwickelt von der rechten Hand der Nahaxingik, dem Azar. Ihm war es möglich, ein Organ, was ist bloß los mit mir? Ein Organ zu entfernen und durch eine exakte, konjurierte Kopie zu ersetzen. Durch dies wurden die Ork-Horden überaus mächtig und nicht zu unterschätzen in einem Kampf Mann gegen Mann. Sagt er irgendetwas darüber, wie es erschaffen ist oder wie man den Fluch auflöst oder so? Gehst ein bisschen tiefer hinein mit diesen Fragen in
den Identify-Spell und Hohenheim erklärt. Keine Überlieferungen darüber sind bekannt. Man weiß lediglich, dass ein Objekt dazu verwendet wurde und wenn dieses Objekt entfernt wird, der Zauber sich auflöst. Es ist auch nicht bekannt, ob man ihn rückgängig machen kann. Etwas, das du noch findest, hätte ich gesagt, weil wenn schon, denn schon. Wenn du ein bisschen durch die Sachen gehst und du hast eine 14 gewürfelt. Ja. Ja. Du findest eine Seite aus einem Zauberbuch. Ah, wahrscheinlich nichts. Ich müsste es nicht roleplayen, aber ich rede einfach weiter mit Monique und versuche sie ein bisschen zu verstehen und ihr Leben und ihre Gedankengänge nachzuvollziehen. Okay. Sie auch ein bisschen zu beschwichtigen. Mach mir einen Inside-Check. Eine 3. Es ist schwer zu lesen. Ja. Ich würde noch... Hat sie irgendwie versuchen mitzuteilen? Ich glaube, sie versteht schon. Patzer. Ich glaube, damit kann ich nichts anfangen. Ein Zauber. Dieser Zauber wurde entwickelt, um erkrankte oder zerstörte Organe zu entfernen und diese durch eine ignorierte Kopie zu ersetzen. Ach, gib mal her. Oh. Du hast gesagt vorher, dass wir etwas aus dem Sumpf hören. Mhm. Ist das Ingrid? Ja, ihr seht dort, Ingrid ist mitsamt dem Haus in den Sumpf gegangen und ihr riesiges Tentakelhaus hilft jetzt, den Wagen hinauszuhieven. Und kommt auch langsam aus dem Sumpf hinaus. Ja. Ihr seht dort die tote Kuh. Die tote Kühe, Mehrzahl, die ganzen Zutaten in Säcken und die versteinerte Ährin, alles vom Morast des Sumpfes überzogen. Kann mir schnell jemand helfen? Ja. Ingrid? Linus? Ingrid, schau dich an. Was willst du helfen? Die Statue von runter machen. Ja, klar. Sie schaut immer sehr mit weit aufgerissenen Augen euch beide an, während sie das macht. Das scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ich putze ein bisschen die Statue. Morast löst sich. Wir haben Erin. Ich finde es okay, wenn wir ihnen die Herzen zurückgeben. Wir haben es ihnen versprochen. Ich glaube auch nicht, dass wir etwas machen können. Wir sind eh zu angst. Ja, und ich glaube auch, dass sie auch wirklich keine Herzen mehr haben, die man halten kann. Nehmt die Behälter raus. Du gibst ihnen die Behälter? Ja. Außer die von Otto. Das von Otto nicht. Was ist mit dem von Telis? Haben wir das auch wisst, ja. Telis? Weiß keine ich Ahnung. Nein, ich gebe ihnen nur die mit ihren Namen. Also, Pazzo schaut so und das gibt ihnen. Sie schafft sich dann an und sagt... Was ist mit den anderen beiden? Was sind anderen beiden? Was ist mit dem anderen, das von Otto? Ihr wolltet eure Herzen, das habe ich euch gegeben. Gib mir das des Drachen. Nein, ich gebe dem Drachen sein Herz. Das ist keine gute Idee. Das sind fiese Viecher. Nein, er hat uns geholfen. Er hat meine Schwester getötet. Ja, weil er auch unter Kontrolle stand. Jetzt beruhig dich mal. Du bist unausstehlich. Er hatte eine Chance, uns zu befreien. Und er hat uns stattdessen verraten. Ja, denkst du? Ihr seid doch alle mit Herzen befasst. Ich glaube, wenn er immer noch schrecklich ist, dann ihr seid zu dritt. Ich glaube, ihr kriegt das schon hin. Ihr solltest verstehen, dass von dem, was du mir erzählt hast, wenn die Herrin auch sein Herz hatte, dann konnte er nichts dagegen machen. Dann musste
ja doch ihre alles befolgen, was sie ihm befohlen hat. Ja, vielleicht Persuasion. Nun gut. Das mag es dran sein. Behalte das Herz. Danke, dass sie uns unsere zurückgegeben hat. Und sie gibt Ingrid und Mavis jeweils eines der Behälter. Mavis schaut es mit großen Augen an. Drückt es dann an sich. Ich glaube, der Zauber, den sie gewirkt hat, hat eure Herzen zerstört. Ihr solltet wirklich gut auf das achten. Ich weiß nicht, ob ihr eure Herzen wiederherstellen könnt. Aber vielleicht ist es auch nicht so schrecklich. Ihr habt ja ein Herz, es ist einfach anders. Wie wir. Wie viele Leute. Was macht Sven? Ich bin immer noch bei Glut. Ich lasse sie nicht alleine. Übrigens, wenn ihr wollt, dürft ihr einen Short Rest machen. Im Sinn von, weil ihr gerade nichts machen seid. Und das ist nicht sicher hinein. Eine halbe Stunde, Stunde lang hier die Sachen am Anschauen. Ich glaube, ich mache keinen Song of Rest. Das passt nicht so. Ja. Ring! Monique sagt dann zu euch, gut, jetzt wo ihr alles habt, ist es, glaube ich, Zeit für euch zu gehen. Und Mavis sagt, aber Monique, wir haben versprochen, ihnen zu helfen. Vielleicht finden wir hier was in der Hütte, das ihnen hilft. Ist es nicht nur fair, wenn wir ein paar der Güter mit ihnen teilen? Wir brauchen nicht viel, aber falls wir etwas finden, das Leute wiederbeleben kann, das würden wir nehmen. Monique nickt zustimmend und sagt, nun gut, wir durchsuchen die Hütte gemeinsam, aber wir tragen alles zusammen und teilen dann. Ja. Ihr habt so viele Anforderungen. Ihr habt euren Teil. Nein, das ist in Ordnung. Ja, ich weiß, aber es ist irgendwie, habe ich nicht in der Laune für das. Kannst du magisch wir das suchen? Irgendwie? Nein. So. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich würde dann mit suchen anfangen. Ja. Vielleicht irgendwas, was so Todesmagie ausstrahlt. Ich werde Ritual casten, Detect Magic. Detect Magic? Ja. Yeah. Du bist für 10 Minuten am Detect Magic, der Rest von euch durchsucht ein bisschen die Dinge. Yes. Ihr würfel mir, ja, wir müssen nicht würfeln, ist schon gut. Ich gebe euch einfach, was ihr findet, gemeinsam mit Ingrid und Monique, vorausgesetzt, dass ihr nichts für euch behaltet, sondern alles offen. Zuerst einmal unter dem Kessel findet ihr einen seltsamen Kreis, ein Insignia. Du, Lia, erkennst es sofort, weil du hast das schon mal gesehen, das ist ein Teleportationskreis. Ja, ich würde es den anderen sagen, ja. Was ihr sonst noch findet, ihr findet mehrere Tränke, ihr findet mehrere Kleidungsstücke, einen Elfenumhang, einen seltsamen Hut, einen seltsamen Rucksack, Armschienen, ihr findet einen Besen, der irgendwie magisch scheint, ihr findet eine Leier und mehrere Schriftrollen. So wie die Bücher, die ich vorher schon erwähnt habe. Gerade als dein Zauber fertig ist und du ein bisschen die vielen Dinge siehst, die hier drin glitzern, spürst du auch etwas anderes, und zwar ein unglaublicher Dom über euch, der angefüllt ist mit reiner Nekromantie, so stark, wie du sie noch nie gespürt hast. Und du, Sven, spürst das ebenfalls. Du siehst das Netz der Sterne, des Arkangewebes und spürst, wie mehrere Pulse, Impulse von nekromantischer Energie durch dieses gehen und sich an einem Ort bündeln. Und gerade als du das merkst, hört ihr vom Eingang her ein und ihr seht dort eine Hand an der Tür, eine Klaue,
und dann im Sonnenlicht nur den Umriss einer großen Gestalt mit violett leuchtenden Augen. Und ihr hört ein Tausende von Jahren. Ich lebe seit Tausenden von Jahren. Ich habe die Passage der Eladrin miterlebt, den Abgang der Götter, die Blumenkriege. Zivilisationen sind vor meinen Augen gebildet und wieder gefallen. Dies ist nicht meine erste Hülle, die ich verliere. Nicht mein erster Körper, weil eine Bande von Nichtsnutzen meint, sie müsste Helden spielen. Und ihr erstarrt wie alle, als ihr Gundolin erkennt, die dort steht. Der Kopf seltsam verdreht, mehrfach gebrochen, ein Arm leicht abgewinkelt, ein Gestank wie verfaultes Fleisch. Das Spiel ist jetzt vorbei. Und wie passend ist es, dass meine Töchter hier sind und mir gleich eine neue Hülle anbieten. Und ihr seht, wie Mavis sofort nach hinten geht, Ingrid sich schützend um sie stellt, Monique vor die beiden, die Hände ausgebreitet, alle in Schock. Mavis beginnt zu wimmern, Ingrid ebenfalls. Monique ist die Einzige, die noch ein bisschen auf den Füßen bleibt. Dem Rest von euch gebe ich jetzt eine Wahl. Ihr könnt dienen oder ihr könnt sterben. Ihr könnt mein... was möchtet ihr tun? Ich caste Magic Missile auf zweitem Level. Wir würfeln Initiative. Oh mein Gott! Wir würfeln Initiative. Guess who's back? Back again. Oh nein, ich habe eine 4. Was haben wir? Ich eine 19. Gundolin hat eine 13. Auch wieder Nachteil, oder? Ja, ist ein Ability Check. Oh Mann. Eine 11. 19? 19. Zwischen 20, über 20 hat niemand. Zwischen 20 und 15? 19 für Charlie. Was haben wir zwischen 15 und 10? Haben wir 11. 11 für Linus. Zwischen 10 und 5? Ich glaube 8. Ich habe 9. Für 9 für Lia. 8 für Sven. Eine 4. Und eine 4 für Patz. Ich fummle Sachen. Dann haben wir noch eine andere Hexe. Sie hat sehr gut gewürfelt. 18 für Monique. Die anderen beiden sind wie versteinert. Charlie, du darfst anfangen. Okay. Alles ist in Reichweite. Wir machen Theater of the Mind auf engem Raum in dieser Hütte. Ja. Ich glaube, ich suche noch meinen Plan, der letztes Mal nicht so gut geklappt hat. Nehme meinen Degen und suche ihn so. Also ich mache einen Angriff mit dem Degen, versuche ihn in ihr dann stecken zu lassen und beim nächsten Zug dann eventuell Hit Metal zu casten. Okay. Ein Angriff. Ein Angriff mit dem Degen, das ist eine 14. 14 trifft nicht. Ah, okay, ich habe noch eine Inspiration und die benutze ich. Ah, ich habe wieder alle, weil ich habe einen Shortrest gemacht. Richtig. Nice. okay, lass mich schnell meine Inspiration nachschauen. Es passt überhaupt nicht vom Feeling her, aber ich muss diese Inspirationen noch rauslassen, bevor ich dann gehe. Sven ist auch da. Sven ist noch nicht da. Noch nicht da. Er muss zuerst zu euch kommen. Dann, ich komme. Blut ist tot. Das ist doof. Batzer, sage ich, mit Magiern wie diesen. Unglaublich weise und gescheit. Mit Magiern wie diesen gewinnen wir auch diesen Fight. Es gewinnt Selbstverständlichkeit. Du bist inspiriert. Nice. Das kann ich auch auf Saves benutzen. Ja. Ja. Ja, gut. Genau, auf alles. Just the case. Ja, und dann ich bin halt bei ihr und ja, bleibe dort. Sehr gut. Den Angriff wehrte sie mit einfach einer Pranke ab. Dann konntest du noch Patzer inspirieren. Monique rennt auf sie zu mit ihren Klauen und versucht einfach nur ihre Klauen in sie. Sie schafft es mit einer 24. Nice. Go, Monique. Würfel 2d8 plus 4. Das sind 15 Schaden. Und sticht die Klauen wirklich voll in den Herzbereich von Gundolin. Und Gundolin zuckt nicht einmal. Sie lacht nur.
und sagt dann, weil sie ist dran, sagt dann: Ihr könnt meinen Körper attackieren, beschädigen und verstümmeln, so viel ihr wollt. Solange ich meine Seele habe, hafte ich in dieser Welt, wie das Blut eurer gleich an meinen Zähnen, Fingern und Wänden haften wird, wenn ihr mir nicht endlich antwortet. Was wollt ihr? Dienen oder sterben? Und sie hält dann eine Hand aus und versucht mit ihren Klauen das gleiche Monika anzutun, was diese ihr gerade antat. Kann ich mich dazwischen werfen? Möchtest du dich zwischen Gundrin und Monique werfen? Kommt. Sie macht 3 Angriffe. Ah, nein. Danke. Okay. Oh nein. Also, 2 davon treffen, der Biss trifft nicht. Brauche ich mehr Würfel. Er ist weg. Lass ihn. Er ist jetzt frei. Ist er weg. Das sind 7, 9. Ist an einem besseren Ort. 9 plus 5 sind 13 Schaden für den ersten und 11 plus 5 sind 16 Schaden für den zweiten. Das sind 28. Mit der ersten Klaue sticht sie Monique ebenfalls in den Herzbereich, was sie zum Glück nicht hat. Und dann mit der zweiten streicht sie einfach übers Gesicht. Und sie sieht dieses unglaubliche, das Blut, das Gundlin entgegenspritzt, während diese lachend Monique aufschlitzt. Monique sieht nicht mehr so gut aus. Oh, shoot. Gut, dann Linus. Okay, Linus immer noch sehr kaputt. Zwar sieht wieder besser aus, aber immer noch angeschlagen. Blickt von Gundelin zu Ingrid und Mavis. Ja, genau. Zu Mavis vor allem. Ja. Wie sie Mavis zusammengekauert da sitzt. Ich sag ja relativ leise, so dass es nur sie und Ingrid hören. Du bist hier raus. Du bist hier weg. Wo sollen wir hin? Sie blockiert den Eingang. Hat sie auch gesehen, dass der Kreis... Versteht sie, was ein Telepath hat? Der große Kessel steht darauf. Aber du weißt noch, man könnte übers Dach. Ich kann sie noch helfen, also auf das Dach zu klettern. Wir können ja auch einfach raus, oder? Tür raus. Das Tür ist blockiert von Gundolin. Ah. Sie blockiert den ganzen Eingang. Und Sven ist noch draußen. Mhm. Party draußen. Sorry. Unangebracht. Könnt ihr eure Mächte benutzen? Könnt ihr zaubern? Nur begrenzt. Und Ingrid sagt, wir können uns nicht gegen sie auflehnen. Sie ist die Herrin, sie hat uns geboren. Wir können nichts tun, sie ist viel zu mächtig. Sie sind völlig verängstigt. Ich schau zu dir aus dem Stab. Mach dich bereit. Kann ich auch was machen? Du bist gleich dran, ja? Gut, ja, sorry, was soll ich? Was machst du für deinen Zug? Dann würde ich probieren, hochzuklettern, ja, aus dem Haus. Ja. Kletterst hoch nach oben. Mach mir einen Athletik-Check. Mit Nachteil. Das wäre eine Net 20, aber immer noch eine. Was? Athletics? Mhm. 19. Du kletterst nach oben und Ingrid gibt dir dann Mavis. Gut. Mit 19 ziehst du Mavis nach oben. Mavis klammert sich an dich wie ein Kind. Hast du noch nie so kindlich erlebt. Oh. Das ist okay. Ja. Linus hat jetzt Daddy-Vibes. Mm. Yeah. Lia, du bist dran. Ja, ich würde in meinem Rucksack greifen und dem Teleportationszepter Patzer geben. Aber ich habe noch eine halbe Flasche Schnaps und die würde ich gerne neben Gundolin an die Wand werfen, sodass es möglichst Krach macht. Mhm. Muss ich was würfeln oder kann ich das einfach machen? Du willst ihr den Schnaps anwerfen? Ich will die Flasche an die Wand neben ihr werfen, sodass sie zerspringt und es Krach macht. Wie eine Ablenkung. Sie hat Monique gerade in der Hand und ist sehr fixiert auf sie, aber du kannst es versuchen, es ist sehr schwierig. Kann ich versuchen, sie zu treffen? Ja, das kannst du auch. Ich versuche es. Keine Ahnung.
Problem ist, ich weiß nicht, ob ich schießen kann, weil ich vor auf dem Dach gefallen bin und mein Arm kaputt ist. Dann versuche ich lieber meinen Dagger zu werfen. Nicht den aus Silvan, den anderen. Mhm. Muss ich das auch mit Nachteil? Attacken auch, oder? Attacken nicht, ich glaube Attacken mit nicht. Exhaustion. Mit Exhaustion nur. Glaub nicht. Disadvantage und Ability Checks. Nein, Attacken nicht. Ganz mit Vorteil. Also ohne Vorteil normal würfeln. 17 trifft. Ein Dagger? Ja. Okay. 6 Schaden. Du wirfst diesen Dagger direkt ihr in den Kopf hinein. Wow. Der bleibt dort stecken. Yes. Und sie scheint nicht davon beeinträchtigt. 6 Schaden. Immer noch konzentriert auf Monique. Das war dein Zug. Sven? Yes. Wenn ich das sehe, dann würde ich zur Hütte. Wie weit ist die Hütte etwa vom Glut entfernt gewesen? Nicht so, also wir sind ja nicht so weit auseinander gewesen. Aber mehr als 30 Fuß? Sie ist etwa, glaube ich, über die andere Insel. Wie gesagt, du bist diesen Zug am Dashen und nächsten Zug kommst du an. Ja. Gut. Gerade mich mit Patzer hochklettern. Ich habe ja, also erstens, was macht der Teleportationsstab? Also ich habe ihn jetzt. Was zeichnen damit? Ich dachte, du weißt das. Es ist zu viel, um alles zu erklären. Wie hast du die Anleitung? Lies mal. Nein, das Ding ist, ich weiß nicht alle Magic Items auswendig. Alles gut. Also ich habe den Stab. Ich habe ja noch Detect Magic aufrecht. Sehe ich irgendetwas Interessantes? Wie von woher kommt diese nekrotische Energie? Hat das wie eine Verbindung mit etwas? Es scheint mit der Detect Magic, dass die nekrotische Energie von außen kommt und sich in ihr bündelt. Sie hat anscheinend... Von einfach überall, oder? Ihr wisst ja noch von den Totems, die ihr gesehen habt, dass das Ganze in einem Dom liegt. Und dieser ganze Dom ist von dieser Blutmagie getränkt. Es scheint, sie würde diese Blutmagie jetzt anzuzapfen. Dass es ihr einen nekrotischen Schub gibt. Und wie du gehört hast, braucht sie einen neuen Körper. Wir haben ja einen der Totems kaputt gemacht. Ja. Okay. Das schien sie nicht zu mögen. Sie hat euch dann die Untoten aufgehalst. Okay. Und was kann der Teleportationsstab, kann der an bestimmte Orte, was kann ich damit machen? Du musst den richtig einstellen. Mhm. Da gibt es einen Ziehschalter. Da wird eine Solutrin-Kreide ausgefahren und mit der kannst du dann Teleportationskreise zeichnen. Aber das geht lange. Ja, das hat doch mehr eine aus einer Action, oder? Das ist doch schon ein Kreis da, oder? Ja, aber dann teleportiere nur ich mich. Das ist ja auch nicht so gut. Okay. Wie weit waren diese Totems? Das ist ziemlich weit weg. Sprich, Kilometer weit weg. Kann ich noch kurz was anhängen? Ja? Als Aktion kann ein Teleportationskreis innerhalb 5 Fuß Reichweite ausgewählt und durch das Betätigen eines Schalters aktiviert werden. Richtig, das Problem ist mehr, dass noch Dinge darauf stehen, der schwere Kessel. Gut, aber dann könnten wir das, aber den hat doch Glut umgeworfen. Ja, aber der steht immer noch dort. Ist zwar umgeworfen, aber ist immer noch an diesem... Wie schwer ist der? Der Kessel? Schon nicht leicht. Sie musste sich mit ganzer Kraft daran lehnen, um ihn umzuwerfen. Also unser Hauptproblem ist jetzt, dass der Kessel darauf steht, nicht das Bedienen dieses Dings. Das würde gehen. Würde gehen, wenn kein Kessel draufsteht. Keine Ahnung. Checke ich das? Ich habe ja auch schon zugesehen, wie sie das machen. Das ist wirklich schwer. Es ist so ein bisschen, könnte klappen, nicht? Nein, vielleicht. Schwer zu sagen. Du hast zu wenig Erfahrung mit diesen Dingen. Kann man andere mit dem Stab teleportieren? Nein. Nur mich selber. Also du kannst schon, aber du müsstest eigentlich nebendran stehen und dann aktivieren. Wenn es aktiviert und mehrere Leute im Kreis stehen, werden dann alle... Ja, wenn sie im Kreis stehen, alle, die im Kreis stehen. Okay. Da wir sollten sie raus teleportieren. Like it. 6 Sekunden pro Zug? Was machst du? Ich rufe, ich denke, wir sollten sie raus teleportieren. Und dann werde ich versuchen, fange ich an, denn der Krug ist nicht, schwerer als 10 Pfund, nehme ich an.
Ja. Okay, was ist noch wichtig für einen Zauber, den ich achte? Nein, das ist ein bisschen schwer. Okay. Ja. Das ist ein großer. Ja, dann fange ich einfach an zu schieben, damit er weggeht. Mach einen Athletik-Check. Du bist noch inspiriert. Ja. Zeig die Oberarme. 18, aber ich nehme jetzt trotzdem. So net 20. Ja. 18, 19. Du bist im Begriff, den Kessel wegzuschieben und kommst ziemlich gut voran. Nice. Als nächstes ist Otto, der Drache, dran. Okay. Er verwandelt sich zurück und sagt: Mutter, ich bin hier, ich bin's, ich bin immer noch auf deiner Seite, guck! Und er castet Polymorph auf dich. Oh, was für eine Bitch! So. Mach mir einen. Was ist Charisma, das? Wisdom oder? Charisma? Weil bin ich sicher. Ah, du, ich hab's hier gleich. Was ist das? Wisdom Saving Throw. Du hast sein Herz. Eine 20. Eine 20. Du widerstehst. Für einen Moment spürst du, wie die Transmutationsmagie... Ah, komm schon! Eine unglaubliche Transmutationsmagie, die du noch nie gesehen hast. Ah. Und dann widersetzt du dich hier einfach. Und er sagt, wieso geht das nicht? Die Mutter, ich hab's versucht, ich schwör! Gut, das war Ottos Zug. Charlie. Oh, okay. Also als Action cast ich in der Hitze des Gefechts entflammt meine Leidenschaft. Heat Metal, Second Level. Sie nimmt 2d8 Schaden, also auf den Dolch, den Lia sie getan hat. 7 Schaden, Feuer. Okay. Und als Bonus-Action inspiriere ich Sven, der mich wahrscheinlich hören kann, den oder? Den du von außen wahrscheinlich hörst. Rufst du irgendetwas? Ja, ich bin unterwegs. Okay, dann inspiriere ich Sven. Frankie ist stabil, Junge! Ey, Fäden sind stabil, Junge! Ey, du bist voll stabil, Junge! Wir machen die fertig ohne Mühe, Junge! Ohne Mühe, Junge! Du fühlst dich inspiriert. Du siehst... 1d6, oder? Ja, 1d6. Du siehst den Dagger, der beginnt Flammen zu sprühen und wie ihr Kopf beginnt zu brennen. Es breitet sich langsam aus über ihren Rücken und sie scheint nicht davon konzentriert. Scheint ihr Körper davon kaputt zu gehen? Du siehst und langsam die Knochen darunter. Okay. Und sie hat einfach keine Nerven mehr oder so und spürt das einfach nicht. Als das Feuer sich ein bisschen ausbreitet und er um den Schädel herumsickert, hörst du ein lautes Ploppen, als eines ihrer Augen explodiert. Du siehst immer noch das violette Flimmern in der Höhle. Okay. Und sie ist immer noch am Lachen, während sie Monique... Oh mein Gott. Okay. Ah, oh Mist. Ich habe meine Bonus-Action schon gebracht. Okay, aber dann... Ah, nein, ist gut. Ist gut. Fertig. Mit Monique ist dran. Sie versucht nochmals anzugreifen. Schafft es nicht. Versucht mit ihrer Klaue, aber sie wird gepackt am Arm von Gundolin, die sie gleich am Arm hochzieht, bis sie auf Augenhöhe ist und mit dem brennenden Gesicht und diesen leuchtenden Augen und diesem Duft von Verwesung sagt sie zu ihrer Tochter, während sie anblickt. Meine liebste Tochter, von allen Kindern, die ich je hatte, erinnerst du mich am meisten an mich selbst. Ich schwöre, ich war einmal wie du. Schade, dass du nicht mehr weiter aufwachsen wirst. Und sie dreht sie einmal rum, packt sie von beiden Seiten und versucht sie auseinanderzureißen. Oh mein Gott. Es wird Zeit, dass ich in deinen Körper schlüpfe. Nein. Nicht, wenn du ihn in zwei teilst. Ja, sie teilt ihn auf zum Hinein. Oh, okay. Ja. Wortwörtlich. Oh, ich bin Wansi. Oh Gott. Ja, Hexen sind schreit. Wansi, oh mein Gott. Sie macht einen Crushing Hug. 9 unser Merch Store, Dämonik Wansi. Das sind 9d6 Schaden. Oh. Ich war jetzt ein bisschen sehr makaber, aber... Nein, nicht von dir, von Julia. Ah, das ist ja gut. Das sind... Geben. Ah, die ja, sind... Okay. 17, 27, 28 plus 5 sind 33 Schaden. Das heißt... sie hat... Monique scheint gerade noch so am Leben, während ihr seht, wie sich ihr Arm auskugelt und die Schulter hier aufreißt. Das war Gundolins Zug. Linus, du bist oben, du ziehst Mavis raus, du siehst
Ingrid versucht ebenfalls hochzuspringen und macht ein... Was ist mit mir? Zieh mich raus! Ich will raus! Was machen wir? Dann müssen wir raus? Könnt ihr hier fliehen? In der Zeit reicht ihr dann auch den Arm runter. Sie sagt, ja, natürlich. Mit einer Hand pfeift sie und du hörst die Hütte, Siba, ihre Oktopushütte, die langsam angekrochen kommt und sich dann am Haus so aufstellt, dass der Eingang gleich adjacent ist. Mavis klettert schon bereits zum Haus. Mach einen Athletik-Check mit Nachteil. Vielleicht 14. 14. Eine 15 hätte gereicht. Nein! Siehst, du versuchst sie rauszuziehen, schaffst sie so ein bisschen hochzuziehen, aber nichts weiter. Sie schaut dich an und sagt: Was ist los? Du musst springen. Ich versuch's ja. Sven! Sie stapft so an der Wand entlang, versucht hochzuklettern. Du siehst Sven, der dort um die Ecke gerannt kommt. Hilf mir mal! Ich humpel hinterher. Du humpelst Richtung Eingang des Hauses. Ja. Genau. Sie hängt in der Luft unter dir und schaut dich an. Tu mir das nicht an. Ich habe gerade angefangen, Vertrauen in euch zu fassen. Ich will dir helfen. Jetzt lass mich hier nicht hängen. Kann ich meinen Stab der Verwaltung... Ah, das ist eine Aktion. Fuck. Du siehst immer noch an deiner Hand hängend, wenn du sie nicht loslässt. Dann kannst du den nächsten Zug nochmal versuchen. Ich werde sie schon festhalten. Du hältst sie immer noch fest. Gut. Ah. Lia, dein Zug? Patza hat gerade den Kessel weggeräumt. Ist er weg? Ja. Ich renne auf Gundolin zu und versuche sie in den Kreis zu reißen. Mach einen Athletik-Check gegen Gundolin. Also auch mit Exhaustion. Ich bin deine. Bete zu den Dice-Göttern. Ich habe eine 20, nicht natürlich. Nicht natürlich. Ich habe 8. 8? Das reicht nicht. Ja, ich hänge mich einfach an ihren Arm. Ihr, und du siehst, wie ihr Auge auf dich fällt. Und sie sagt, ich nehme an, das war eure Antwort. Dann ist es wohl sterben. Und sie streckt eine Hand nach dir aus. Ja. Sven, du kommst gerade von hinten angerannt. Mhm. Du siehst, ihr Kopf dreht sich in einen unnatürlichen Winkel in deine Richtung jetzt. Ein Auge aber immer noch auf dir, das andere Sven betrachtend. Ja, sein Auge gibt es doch nicht mehr. Ja, es ist nur eine Projektion, ein violettes Leuchten. Mhm. Du siehst das violette Licht, das dich anblickt und sagt, noch eine. Du hast mir Glut weggenommen. Fahr zur Hölle. Und ich mach Seelenfalle. Okay. Ich hoffe, das ist ein Con-Safe, oder? Was muss sie haben? Ich glaube 16. Ich habe eine 13. Oh, come on. Fuck. Nein. 15 ist yes. Yes. Du siehst, wie auf einmal das Licht in dem Auge verschwindet. Und es wie ein nebliger Dunst violett aus dem Auge herausschießt. In dein Auge und in deinen Mund hinein. Aus ihrem Mund jetzt ebenfalls ein weiterer Faden aus dem anderen Auge. Sie lässt Monique fallen, die schwer röchelt und sich die Schulter hält, während sie sich umdreht und auf ein Knie fällt, langsam die Seele aus ihr hinaussaugend. Sie spricht, was ist das? Nein, nein, du kannst nicht, bitte, ich kann euch alles geben, nur bitte, ich will nicht sterben, nein! Deine Zeit ist vorüber. Ihr seht, wie sie versucht, die Seele wieder in sich hinein zu, mit den Händen zu ziehen. Macht ihr etwas? Ihr seid, nach Sven wäre Patzer. Du hörst Otto, der sagt, Mutter, nein, ich helfe dir. Und er fliegt in die Richtung von Sven. Ja, der Drache kriegt. Also Patzer dreht sich um und dann castet sie Magic Missile auf zweitem Level. Okay, gegen den Fairy Dragon. Auf Otto? Ja. Okay. Den könntest du one-shotten. Let's hope. Ich muss kurz schauen, wie viel? Vier. Ich habe hier, ich bin ein Mage, natürlich habe ich hier ein bisschen. Ja. Da, was ist da? Hä? Da. 5 plus 5,
10 plus 4, 14. Das ist genau, was du brauchst. Ein Fairy Dragon hat genau 14 Hitpoints. Baby. Nice. Und du sagst so, wirst du nicht. Ich helf dir, Mama. Und dann, wie willst du es tun? So, in drei kleine Teile? Nein, es ist einfach, es hat die, es ist wie ein Feuerwerk. Wie ein Feuerwerk, das dort oben in dieser Ecke, wo er durchfliegt, umgeht, ein Bücherregal fällt um und einfach der Fairy Dragon landet auf dem Boden direkt vor Gundolin, schwer blutend und kriecht auf sie zu und sagt, Mutter, nein! Es hat immer noch so eine Hand auf dem Kessel, ist einfach so dort. Sehr geil. Nice. Charlie, willst du noch etwas tun? Ja, als Bonusaktion würde ich gerne aus meinem tänzerischen Repertoire den transportierenden Tango machen, um Monique zu packen und mit ihr weg. Das provoziert für sie keine Gelegenheitsangriffe, für mich schon. Und dann einfach so in den Raum rein, irgendwo hinter den Zirkel. Und dann als Aktion, ich glaube, ich mache einfach die Help-Action, um irgendwie den Platz zum Zirkel einfach frei zu räumen, dass es einfacher ist, Gundolin dort reinzuziehen. Ja, Gundolin ist nach vorne gefallen, deswegen. Es ist okay, ja, vielleicht müssen wir das gar nicht mehr machen, aber es ist ja gut, einen Plan B zu haben. Ja, das ist gut, Monique, die auf einem Knie ist, sieht Gundolin, die sich umdreht, die umfällt, nimmt ein nicht den Dolch, irgendetwas, das auf dem Boden liegt, irgendwas scharf, sie nimmt irgendeinen scharfen Stein, mal schauen, ob sie einen findet. A natural one. Sie versucht irgendetwas zu finden und sagt dann, scheiß drauf. Nein, da ist ein Dolch im Auge. Ist einfach die andere Seite. Sie ist mit dem Rücken zu ihr. Ja. Und sie klettert auf den Rücken von Gundolin und sticht einfach mit ihren Klauen immer wieder hinein auf sie. Sie sagt, stirb endlich, du Ungetüm! Gundolin währenddessen immer noch die Seele, die hinausgesaugt wird, ist verzweifelt und sagt, ihr macht einen Fehler. Ihr wisst gar nicht, was ich für diese Welt tue, wenn ich nicht mehr bin. Wer beschützt euch? Wer beschützt euch vor der lebenden Welle? Sie wird kommen. Aleon, das Totenreich. Es breitet sich aus. Nein! Und das letzte bisschen fließt in dich hinein, Sven. Als sie zusammensackt, leblos, sich nicht mehr berührt. Ihr seht sie, die auf den Boden fällt, jetzt Sven, der dahinter steht, die Augen violett leuchtend, ein seltsames Grinsen auf dem Gesicht, das dann auf einmal wieder verblasst, so auch wie das Leuchten verblasst und er euch betrübt und verängstigt anschaut. Ist sie jetzt endlich tot? Ich hoff's. Ich lieg hängend, oder ich lieg wahrscheinlich so mit ausgestreckten Armen durch ein Loch mit Ingrid dran. Ich glaube, du kannst loslassen. Nein, zieh mich nach oben. Mach einen Athletik-Check. Ich drücke noch von unten, wenn das geht so. Ja, ich will hoch. Hoch. Ziemlich hoch. Du darfst den Vorteil würfeln. Also keinen Nachteil. Also dann würfle ich alles nochmal, oder? Einfach ein, ohne Nachteil. Oh. Ja, das ist deine 23. Okay, das reicht. Du ziehst sie nach oben. Hoch. Ja, ziemlich hoch. Und sie fällt. Sie umarmt dich, als sie oben ankommt. Dankeschön. Ja, hier kannst du mal nicht. Bitte. Hätte ich immer noch. Ja, ihr solltet gehen. Oh, hey, ja. Ich. Danke. Bitte. Ich würde dann zu Monique gehen. Eine Hand auf sie legen. Wie, also ist sie immer noch wütend? Also nein, sie hat jetzt aufgehört. Und sie ist nach hinten gefallen, sitzt auf dem. Auf dem Hintern und hat ihre Hände ausgespreizt. Ich caste Healing Word auf sie. Du siehst, wie die Wunde sich ein bisschen schließt. Sie schaut dich an, nickt dir zu. 7 HP. Eine Frage bei der Hexe. Sehe ich jetzt immer noch das Netz von ihr ausgehen, oder? Du siehst jetzt das Netz in diesen kurzen Momenten, als deine Augen violett geleuchtet haben und du auf einmal wieder die Präsenz von Frankie gespürt hast. Hast du gesehen, wie das ganze Blutnetz um dich herum zusammenfällt? Wie das ganze Blut davon hinabfällt und verdunstet und das Netz wieder gereinigt erscheint. Wieder normal, wie es sein sollte. Und du hörst Frankies Stimme in deinem Kopf, die sagt,
Hey Junge, wow, das war ein großer Brocken. Lang nicht mehr gehört, Sven. Wow. Franklin. Muss viel passiert sein. Wir haben Glut verloren. Nein. Das tut mir sehr leid, Sven. Ich konnte mich zum Glück an der Hexe rächen. Eine Hexe, sagst du? Ja, schau mal da drüben. Sie steht da. Das war es also. Hast du gut gemacht, Sven. Hast du sehr gut gemacht. Der Rest von euch kommt wieder ein bisschen zur Erholung. Ihr macht diesmal sicher, sie ist definitiv tot. Also sie war auch schon vorher definitiv tot, deswegen ist ein bisschen. Aber Monique macht sich daran, ihr den Kopf abzuschneiden. Da muss ich jetzt gehen. All it work. Ja. Ain't much. Sind Ingrid und Mavis kommen ebenfalls wieder, ein bisschen verängstigt, sehr langsam. Was möchtest du? Rest von vorher nachholen. Ich hab vorher nicht. Ja, natürlich. Ja? Kann ich das Herz von Otto angucken? Ja? Das ist, Otto ist am Sterben, er macht einen Death Save. Schafft er nicht. Er ist langsam am Sterben. Schaut euch an mit einem Auge. Bitte. Wie sieht sein Herz aus? Ja, es ist ebenfalls ein Stein. Das Herz, das konjuriert wird, ist kleiner. Sieht mehr aus wie das Herz eines Tieres. Wir brauchen ein Hexenherz, ein Hexenstein. Ja. Oder das Ritual. Ihr braucht einen für das Mondritual braucht ihr einen grauen Takofer. Diese scheinen weiß zu sein. Wir brauchen noch ein Wettel. Das frische Blut. Frische Blut einer Wettel. Das sollten wir jetzt vielleicht. Oder wir fragen, wir haben jetzt drei Wetteln in unserem näheren Monique schaut euch an, als sie gerade den Kopf in der Hand hält und sagt, also mal ganz ehrlich, nach allem, was passiert ist, ihr könnt auch mein Blut haben, spielt mir keine Rolle mehr. Oh, ich meine, danke schön. Okay. Was machen wir mit Otto? Sie geht auf dem das Herz. Sie geht zu ihm rüber. Wenn ich darf. Warte. Ja, wir testen das mal mit deinem Herz, was passiert, wenn es aufgemacht das wird. Ist gut, ja. Dann wissen wir, was da passiert. Und die Experimente. Das eine Auge von Otto, das noch so halb bei Bewusstsein ist, ich mache den nächsten Death Save. Er hat er geschafft. Schaut euch mit großem Auge an. Ich mache das Herz, die Jaw auf. Du machst es auf, es funktioniert noch kurz, aber du siehst, wie es ein bisschen flackert. Es hat raus. Diese Flüssigkeit drin, du reichst hinein, nimmst den Stein hinaus und siehst, wie in der Flüssigkeit das Herz ein letztes Mal aufflackert und dann verschwindet. Und auch der Stein verliert die Magie und Otto, der sofort gut, tot. Gut, ich empfehle euch, ich werde die Herzen nicht aufmachen. Nickt. Und dann stelle ich das Glas neben ihn hin. Den Stein stecke ich. Sehr gut. Okay. Hälfte aller Dinge hier. Sucht euch aus, was ihr wollt. Ich denke, wir sollten das Blut von Gundulin nehmen. Wir nehmen wir doch einfach ein bisschen überall. Ich denke, Blut. Je stärker, desto besser. Ja, und je mehr, desto besser. Ich suche im Haus nach irgendwelchen kleinen leeren Flaschen, um das Blut von Gundulins Hals abzuzapfen. Ja, du hast gerade ein kleines Glas organisiert. Ihr findet auch Vialen und diese Dinge, dass das sich perfekt dafür eignet, um das Blut zu kontrollieren. Ich würde sagen, ich mache drei Stück. Das ist gut, kannst du machen. Ich würde bei Glut, ich würde wieder zu Glut zurückgehen und Lady Cassia nehmen. Also ich denke mal, das kann ich auch benutzen, oder? Ja. Lady Cassia, du bist dran. Und dann Glut, auf sie draufsetzen. Und dann auch zum Haus zurück mit Glut und ich würde dir helfen, wenn du mich lässt. Ja, also ich humpel einfach zurück zur Glut, dann kommst du mit. Gib den Teleportationsstand zurück, den Teleportationsstab zurück zu dir. Was machen wir jetzt? Wir nehmen die Hälfte aller Sachen, wir haben das verstanden. Wo gehen wir hin? Alon?
nicht. Ich weiß es nicht. Wieso fragst du mich? Ich frage alle. Können wir mit dem Stab nach Eilon direkt? Wenn jemand weiß, das Zeichen für nach Eilon? Oh. Du hast, wenn du dich erinnerst, immer noch gespeichert im Stab vom letzten Mal, als du benutzt hast. Ich hab den Ort in Eilon. Du bist nach Eilon, du hast immer noch die gleiche Kombination Stimmt, drin. Ja. Das heißt, nach Eilon könnt ihr euch teleportieren. Ich hab nice. Sagt die Stimme aus dem Off. Danke Gott. Kein Problem. Eine kleine Stimme in meinem Kopf hat mir gesagt. Nein, wir können nach Eilon. Wir kommen ein bisschen an einen lustigen Ort raus, aber besser als hier zu sein, nicht? Irgendwie ist da jemand, der Glut helfen kann. Ich würde sagen, gerade Linus und ich würden dann mit Glut um die Ecke kommen. Nein, aber zum Hauseingang. Meinst du hier? Oder was? Eilon, ja, wir kennen, also du kennst den auch Kelvin, der hat uns letztes Mal geholfen, als ich gestorben bin. Aber hast du vorher etwas gespürt, etwas Nekromantisches hier mit Ich nehme an, du musst ein bisschen identifizieren, oder? Ja. Oh, Baby. Ihr dürft, 6 von diesen Items gehören euch. Ah. Ihr könnt sonst auch in der Pause kurz das besprechen. Ja, ich glaube, das ist besser, am besten. Wir besprechen das kurz in der Pause und dann nächste Folge. Ja, haben wir das. Ja, also nächste Woche natürlich. Ihr sammelt die Items ein, die ihr haben dürft. Monique hilft euch dann, den Teleportationskreis in Betrieb zu nehmen. Sie schaut ebenfalls dieses Zepter an, was du in der Hand hast, als du das ein bisschen genauer betrachtest. Und sie sagt, das ist hochinteressant, dass mit dem könnt ihr die Teleportationskreise. Ja. Und oben ist die Kombination, die ihr eintippt, nehme ich an. Dann vielleicht wollt ihr diesen hier aufschreiben. Aufschreiben, ja. Kann ich mir den aufschreiben? Mhm. Dann schreibst du die Kombination des Teleportationskreises nach Betora. Was habt ihr vor? Oder werdet ihr das Dorf isoliert halten? Oder? Ich denke, für das Erste belassen wir es dabei und wir führen die Dorfbewohner langsam daran heran, dass es eine Außenwelt gibt. Vielleicht können wir irgendwie helfen. Vielleicht nicht gleich jetzt, aber... Vielleicht nicht gleich jetzt, ja. Teleportationskreis nach Eilon. Deine Liebe deines Lebens, weiß, wo du wohnst. Oh, nee. Oh, ich ziehe hier aus, ich habe keine Lust. Bitte nur kündigt euch vorher an, das wäre schön. Ihr habt das Buch, ihr könnt uns schreiben. Ich werde, wie gesagt, die Leute in Steinern geben euch Bescheid. Wir haben jetzt genug Blut von... Ja. Monique, noch eine Frage. Die Hexe hat zuletzt noch erwähnt, etwas von dieser lebenden Welle. Ich weiß, Todlande. Die Todlande ist eines... Okay. Nein. Seid einfach auf der Hut. Wenn natürlich. Darf ich dich fragen, was war das? Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, es fühlt sich so natürlich an. Ich musste einfach wie... Was hat er gemacht? Habe ich es auch nicht gesehen. Ja, ich habe es bis jetzt nicht gesehen. Ich glaube, jetzt haben es alle gesehen, außer Linus. Verdammt. Ich habe es jetzt schon zweimal gesehen. Hast du es vom Dach aus nicht gesehen? Nein, er hat es nicht gesehen. Er war oben. Er wirft danach immer noch mal, aber wir müssen ihn schon mal fragen, wie es ihm geht. Er hört dich. Ich war gerade mit Monique am Reden, wenn sie gefühlt hat. Genug. Ich dachte nur, gerade noch mit Sven geredet, dreht sich zu Linus und wir müssen mal mit Sven. Noch eine Frage. Es war doch etwas mit einer Statue, die so aussieht. Wer ist das? Ja. Das war ich den DM. Wo war die nochmal? Glut hat die gefunden, du weißt es nicht. Im Sumpf. Ah, okay. Aber ich habe die gesehen, oder? Ich glaube, ich habe mir das gemerkt. Stimmt, du hast sie gesehen. Max hat Sven uns dahin geschickt. Ja. Ihr wisst, wo sie Glut haben sie gefunden. Ja doch, du warst mit mir unterwegs. Ja. Und Max hat uns dahin geschickt und hat den anderen gesagt, wir kommen ins Dorf. Und dann... den Hexen sagen, dass diese Statue auch unbedingt entstehen. Sie haben gesagt, alle. Ich glaube, ich vertraue einfach darauf, dass... Aber
aber ich habe sicher genickt und das bestätigt, als sie gesagt haben, sie informieren uns. Wenn sie alle einen Steinert haben, dann habe ich irgendwas gemacht. So, ja, das ist wichtig, oder? Es kann eine Weile dauern, um die richtige Kombination zu finden. So wie ich weiß, hat Glut, unsere Mutter ihr Blut für die Tränke verwendet. Deswegen. Ihr Blut? Ja. Das ist, dass man die Entsteinerung nur bewerkstelligen kann, indem man ihr Blut hat. Von dem haben wir jetzt zur Genüge. Ja. Wenn ihr Leute habt, die zurück wollen, dann meldet euch doch. Das ist gut. Erin hat recht gehabt. Ihr seid wirklich hilfreich gewesen. Ich werde es nicht vergessen. Sie schaut Ingrid und Mavis an. Wir alle nicht. Lass uns gehen. Und tut mir leid, dass ich euch mit seinem Tod so gequält habe. Ich weiß nicht wieso, aber es hat mir irgendwie eine Zufriedenheit gegeben. Was auch immer sie mit uns gemacht hat, so was auch immer sie uns gemacht hat, das hat definitiv einen Einfluss auf ein paar Dinge. Fühlt ihr euch jetzt anders? Sie schaut die anderen beiden an und lächelt dann. Ein ernstes Lächeln, nicht dieses Joker-Lächeln, sondern sie lächelt ernsthaft aufrichtig und sagt, ich fühle mich frei. Das ist schön. Ich weiß, dass da manchmal, ihr habt kein einfaches Los, ihr wurdet korrumpiert auf irgendeine Art und Weise. Die Dunkelheit, die wird wahrscheinlich nie weggehen. Aber solange ihr wisst, dass sie da ist, könnt ihr sie bekämpfen. Ich denke, dass ihr aufmerksam seid. Da gib ihr doch noch das Glas. Welches Glas? Telis. Ah. Telis? Meine Schwester Telis. Was? Ja, das Herz ist da. Sie nimmt das Glas, aber Telis ist tot. Ja, ihr Herz scheint noch da zu sein. Vielleicht ist sie nicht tot. So viel ich gehört habe, hat sie versucht zu flüchten und sich. Sie hat einen Deal gemacht mit einem Mann, der im Berg nach Steinen suchte und wurde von ihm reingelegt. Mutter hat sie bestraft, hat sie mir erklärt. Ich dachte, sie hätte sie getötet. Der im Berg lebt. Das ist euer Rätsel. Ja, ich werde es rausfinden. Wir sollten wirklich zurückgehen. Richtig. Mavis, schaut euch an. So ein bisschen. Ich knie mich so vor ihr hin, dass ich so auf Augenhöhe bin. Ich werde das Versteckspiel vermissen. Ja. Nein, vermissen werde ich es nicht. Aber jetzt. Darf ich mit euch mitkommen? Vielleicht nicht jetzt. Aber wir werden uns wiedersehen. Ihr kommt zurück. Eine einzelne Träne, die aus ihrem ausdruckslosen Gesicht herunterläuft. Umarm sie. Ich gebe ihr den Anhänger, den Baumanhänger, den ich ihr im Traum gegeben habe, gebe ich ihr jetzt noch. Von der Umarmung löst sie sich ihm den Stein entgegen. Danke. Ich habe nicht viel, aber wenn du möchtest, und sie nimmt ihre Riesenspinne nach vorne. Du zuckst gleich ein bisschen zusammen. Nein, das ist okay. Ich habe dir den Anhänger gegeben, damit du weißt, dass wir zurückkommen. Darf ich euch noch was fragen? Ja. Mutter Gundolin. Sie meinte, Monique, erinnere sie an sich selbst, sie sei einmal gleich gewesen. Heißt das, wir werden wie Gundolin irgendwann? Das glaube ich nicht. Solange ihr euch nicht von Boshaftigkeit und düsteren Mächten verleiten lasst, solange ihr einen guten Weg sucht,
Erinnerst du dich an die Musik im Traum? Weil das farbig wurde? Ja. Geh einfach dahin, wo die Musik und die Farbe ist. Dann ist alles in Ordnung. Das finde ich schön. Danke euch. Ihr wählt euren Weg. Die Generationen vor uns haben es nicht geschafft. Wer weiß, wie viele Kinder sie schon vor uns hatte, die alle dasselbe Schicksal erhalten. Aber als erste Generation, die frei von ihrem Einfluss ist, verspreche ich, dass wir das bewahren, was wir hier erfahren haben, was wir in unserem Leben erfahren haben. Wir werden es besser machen. Das verspreche ich. Das wissen wir. Viel Glück. Und wir anzuzeichnen. Ja, der ist schon gezeichnet. Der nach Island? Ja. Also es ist der dort ist die, hat die Kombination von Retora. Jeder Teleportationskreis hat eine. Ich erkläre es dir kurz. Jeder Teleportationskreis hat eine Kombination, oder? Das sind vier Zeichen. Vier arkane Zeichen an allen Enden. Das ist ein bisschen für die verschiedenen Nord-Süd-Achsen. Okay, wie ein Kompass, ja? Ein bisschen, ja. Okay. Und du gibst jeweils im Zepter die Kombination des Kreises ein, an den du reisen möchtest. Und dann entsprechend ich keinen. Diese Kombination, die du jetzt aufgeschrieben hast, ist die von Retora. Und die von Ailon hast du gespeichert. Gut. Aber die von Ailon solltest du dir vielleicht auch mal noch notieren, weil die ist einfach. Ich mir notiert. Sehr gut. Dann, ihr steigt in den Teleportationskreis. Mhm. Du nimmst das Zepter nach vorne. Wer nimmt Glut? Also ich hab zusammen mit auf Glut liegt auf der Ziege. Auf Ziege. Mäh. Wir schauen einfach, dass sie nicht runterfällt. Wir halten sie fest. Das Blut haben wir, oder? Ja. Wir haben jetzt alles. Ah. Der Topf. Der Kessel. Wir brauchen Kessel, aber es kann irgendein. Wir finden das. Wir finden sicher. Den Kessel und sie zeigt auf den großen Kessel. Ja. Hat das irgendwo einen kleinen Kessel? Sie schauen kurz im Haus. Sie schauen gemeinsam im Haus. So alle aus dem Tele. Okay, wir gehen in Fisches Ende. Nein, Moment! Ihr findet einen kleinen Kessel. Ein Silberkessel? Nein, er ist aus Kupfer. Ja, das nützt uns nicht. Ja, aber sie kann Dinge machen. Dinge machen zu können, ist ein großer Vorteil. Wow. Absolut. Sachen machen. Ich wünschte, ich könnte Dinge machen. Ich bin Magierin, das machen wir einfach Dinge. Etwas, was mich noch Wunder genommen hat, als ihr alle im Teleportationskreis steht. Habt ihr einen Namen? Als Gruppe, meine ich. Und du hörst Mavis, die sagt, das passt zu euch. Sie alle heben die Hand. Und auch Ingrid hat ein Lächeln auf ihrem seltsamen Gesicht. Ich werfe ihr noch. Du siehst, wie sie nach hinten geht. Als du den Zepter aktivierst mit diesem, wie ein Streichholz, dieses und dann ein unglaubliches Licht euch umhüllt. Und als das Licht wieder verschwindet, seid ihr in einem dunklen Keller. Ja? Ich weiß, welcher Keller das ist, aber ich habe vergessen, wie der Laden heißt. Aber es ist ein Laden, wir müssen... Und das wären wir Gäste. Er merkt, dass wir aus einem Keller kommen. Hm. Letztes Mal konntest du vorbeischleichen. Ja, ich, aber... ich meine... Haben wir wirklich kein Kellerfenster? Es gibt kein Kellerfenster, nein. Und die Tür ist versteckt hinter einem Schrank. Dieser Raum hier ist versteckt. Du musst zuerst den Schrank wegschieben. Ich kann mich verkleiden. Den Schrank. Ich kann meinen unsichtbaren Diener beschwören. Okay, ich möchte euch nur an. Wisst ihr noch, als wir in die Schule
eingestiegen sind. Eingebrochen. Nein, nein. Ja, und dann einfach aufgegeben haben, uns zu verstecken. Ja, finde ich gut, ja. Ich glaube, das ist dieser Moment, in dem wir einfach so tun müssen, als gehören wir hierhin. Hm. Ja, und das stimmt. Einfach wichtig aussehen. Weißt du was? Wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die aus diesem Keller kommen. Ja. Genau, da kommen täglich wir gehen Tausende einfach von Leuten hoch und wer auch immer uns entgegenkommt. Ist nur ein Gnom oder so. Was war? Ja, das ist ein Gnom, der hat dem gehört, der Laden. Der wird bestimmt ganz entspannt drauf sein. Ja, ja, genau. Ich habe keine Lust mehr auf also das Ganze. Also wir ignorieren ihn einfach und laufen einfach weiter. Wir sagen einfach Hallo. Okay. Ist der was? Ich werde ihn ablenken. Vielleicht kaufe ich ja was ein. Okay. Wo läuft hier raus? Wir laufen einfach raus mit deiner Ziege. Ihr schiebt den Schrank zur Seite. Ja. Die Tür auf. Ja, ich mach die Tür auf. Also die Tür ist hinterm Schrank, ihr macht zuerst die Tür auf, dann schiebt den Schrank zur Seite, geht hinaus, schiebt den Schrank zurück. Ja. Und dann geht ihr die Treppe nach oben und ihr seid in einem kleinen Laden. Mega viel Ramsch, der rumsteht. Du hast sofort ein Déjà-vu, Linus. Du warst schon mal hier drin. Mhm. Du siehst, da beim Fenster ist ein Gnom mit einem dichten weißen Bart, der gerade eine Tasse Tee in der Hand hält und aus dem Fenster schaut, aus diesem Erkerfenster. Ich werde einfach ein bisschen abbiegen, einfach vorauslaufen und sieht man uns sehr gut. Bis jetzt hat er euch noch nicht gesehen, aber ihr müsst so ein bisschen... Aber hat es nicht hohe Regale? Oder es so? Hat ein paar hohe Regale, ja. Ihr könntet schon versuchen, rauszuschleichen. Dann laufe ich hin. Guten Tag! Ja, schau dich an. Hallo! Ich hab die Klingel gar nicht gehört. Es ist Teleportationsmagie. Ich bin Zauberin, das tut man manchmal. Woher kennt ihr die Kombination? Nein, ich bin Misty Step. Durch die Tür, ich hasse Türen. Ah, ja, natürlich, Misty Step! Kombination, erzählen Sie mir doch noch mehr davon. Ah, die Kombination des Lebens, meine Liebe. Ja, was darf es sein? Wir haben... Was ist das überhaupt? Ich schaue mich so. Wieso kommen Sie mit einem Zauber in den Laden, wenn Sie nicht wissen, was das für ein Laden ist? Ich habe eine Phobie gegen Türen und manchmal möchte ich einfach einkaufen. Interessant. Ihr seid eine sehr interessante junge Lady. Und er schaut auch deine Hörner an. Und er sagt: Zwei Vögel drin. Pelaius Thompson, mein Name ist. Pelaius Thompson. Rares für Bares, dieser Laden. Artefakte aller Arten. Oh! Ja, was sucht ihr denn? Ihr seid eine Zauberin, ihr sucht magische Artefakte? Ich möchte eigentlich etwas verkaufen. Ich habe hier zwei silberne Ringe. Ich halte ihm diese zwei Silberringe, die ich geklaut habe. Und ich versuche einfach, ich sage ihm die ganze Zeit, sie müssen ganz genau da hinschauen. Ich glaube, es hat so ein paar Inschriften und ich versuche ihn einfach darauf abzulenken, dass er diese Ringe sehr intensiv anschaut. Okay, Würfel auf Überzeugen. Sehr. Mit Vorteil. Sneak. Gibt es einen anderen Weg raus als die Haupttür? Nicht, dass du wüsstest. Ihr seid letztes Mal auch über die Haupttüre. Ja. 16. Er schaut an, nimmt sofort ein kleines Vergrößerungs-Monokel, ja, danke schön. Und schaut es an. Nein, das ist. Nein, schauen Sie wirklich ganz genau hin. Ich glaube, da hinten. Sie müssen, es ist wirklich sehr klein. Ich versuche nicht rauszuschleichen. Sieht man die Glocke? Schleichen mit Vorteil? Ihr ohne Vorteil, weil ihr habt immer noch Exhaustion. Sieht man die Türglocke? Ja. Kann ich probieren, die festzuhalten, dass sie nicht klingelt? Ja, natürlich. Muss ich da was hören? 21? 18? 21. Sehr gut. Mit, ohne Vorteil. Oh, das ist ein Nachteil, oder? Nein, einfach einen Würfel. Was? Stealth oder was? Ja. 19. 19? Oh Gott. Okay. Er scheint es nicht zu merken. Du, mach ein Sleight of Hand Check. Wieder mit. Nachteil. Eine 12. 12. Gut genug, du gehst hin. Gerade macht es ein kleines Kling und er will schon hochschauen. Oh nein, warten Sie. Ja. Sind das überhaupt die richtigen Ringe, die ich Ihnen gegeben habe? Lady, Sie verwirren mich. Einen Moment. Kann ich mal Ihr Dingsbums haben? Was? Du nimmst es ihm ab, oder? Ihr seid alle draußen. Mit der Ziege. Ja. Mit der Ziege. Ja, die Ziege. Schürfe für die Ziege. Oh, nein. Natural 20. Ja. Ja.
Du bist noch einen Moment bei Pelaius. Ja, gibt es irgendetwas, das er mir andrehen kann, das ich spannend finde? Es hat mega viele Sachen. Hast du irgendetwas, das du spezifisch dafür versuchst? Ich meine, ich mag alles, was ein bisschen shiny ist. Vielleicht etwas, was ihr für ein Ritual braucht? Gibt es ein Fenster, wo man... Wo ich meine, etwas Spezifisches, das ihr für ein Ritual braucht? Sehen wir Patzer? Wir sind Patzer innen drin. Dann würde ich irgendwann so ans Fenster und so... Haben wir nicht eines der Pflanzen weggegeben mal? Ja, stimmt, wir haben eine Pflanze weggegeben. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ich habe alle Pflanzen. Nein, wir mussten. Ich glaube, letztes Mal mussten wir irgendeine brauchen. Ah, wegen dem. Ah, den Silberflieder. Ja, genau. Nach Silberflieder. Silberflieder? Ja. Er hilft dir mit Silberflieder. Ich schau mal, ich glaube, das hat er. Mit Vorteil, weil es ein Ramschladen ist. Ja, er hat Silberflieder. Dann auch, ich brauche Silberflieder. Wir machen einen Tausch. Die Ringe für den Silberflieder. Das ist schwierig. Sie sind der Kunde, ich bin der Verkäufer. Ich gebe Ihnen einen Ring für den Silberflieder. Anderthalb. Was erwarten Sie? Ich habe eine Presse. Ich schneide einen Teil ab. Kein Problem. Gut, dann machen Sie das. Dann mache ich das. Geht zur Presse, so schneidet den einen Ring. Hier für Sie. Danke. Danke ebenfalls. Und kommen Guten Sie wieder. Guten Tag. Ebenfalls. Das ist ein sehr schönes, guter Laden. Bye, bye. Das nächste Mal benutze ich die Tür. Das wäre schön. Ja, die hat eine Klinge genau für das dran. Wie gehst du raus? Ich mache einfach die Tür ab. Gehst du raus? Klingeling. Und an der Stelle beenden wir die Folge. Schön. Das war sehr schön. Ich hatte sehr Freude an dieser Folge, muss ich sagen. Ja. Das war sehr spannend. Das hätte, sehr auch, cool. Das hätte auch wilder laufen können. Ich hatte keine Shortrest und bin einfach in die Hexe reingerannt. Mit 7 Lebenspunkten. Das war schön, ja. Wäre sie nochmals dran gekommen, hätte sie dich in 2 Teile geteilt. Oh, Liat, einfach so, let's go. Ein bisschen defuisch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Yes. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Abonniert uns, denn es hilft uns wirklich. Vielleicht irgendwann. Im Moment ist es so. Also es freut uns einfach. Ja, die Bimmelglocke. Ja, die Bimmelglocke. Das hilft uns. Ihr versteht gar nicht, wie auch uns. Ja, und es ehrt und freut uns einfach. Und so. Einfach alles, klicken, alle Knöpfe, die es da unten gibt. Es ist für uns ein unglaubliches Privileg, ein Spiel miteinander haben zu dürfen, das wir auch noch filmen mit dieser grandiosen Technik. Und dass ihr auch noch schaut. Ja. Ja, danke. Ja, wir verabschieden uns aber an der Stelle und sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder hier bei uns, den Deussens. Bye, bye. Bye, bye. So, das war eine Folge, ne? Wir sind die Nachrichten. Und das war's mit den Nachrichten. Jawohl, schön. To you, happy belated birthday to you. Happy belated birthday. Happy birthday. Happy belated birthday to you. Danke! Du wirst übrigens wirklich 2. Ich bin 2. Show. Ja. Blast die Kerzen aus, blast die Kerzen aus.